So, grüß Tag. Das ist jetzt schon lange überfällig, dass ich mal wieder vor der Kamera sitze, würde ich sagen, oder? Ganz ehrlich. Aber ja, das wird kein übliches Strickvideo. Das wird ein. Ich habe eine neue Rubrik für euch, Video oder vielleicht ist das eine eigene Videoserie, das weiß ich noch nicht. Vielleicht, ich spiele mich auch mit dem Gedanken, vielleicht mache ich auch einen Audio-Podcast draus. Vielleicht sollte ich aber auch gar nicht so viel über meine Ideen gerade plaudern, weil da so viele Nachahmer dann wieder draußen sein werden, die jetzt auf den Zug dann aufspringen wollen. Ich werde es nicht mitkriegen wahrscheinlich, aber egal. Ich habe ja sowieso kein Copyright auf meine Ideen. Es nutzt nichts. Wobei es nicht nur auf meinem Mist gewachsen ist jetzt. Also ich hatte ein Aha-Erlebnis gestern, wo ich mal gedacht habe, alter Schwede, das darf doch nicht wahr sein. Es gibt echt Leute, die den größten Scheißdreck vermarkten, ja, wo man sich auf den ersten Blick denkt, ja, alter, hat's dich, ja, und ich bin sicher, da rennen die Leute hin und der verdient auch noch Geld damit. Ja, da gebe ich zu, da schwingt jetzt etwas der Neid mit, weil man könnte ja auch selber auf solche Ideen kommen und den vorhandenen Markt, den es offensichtlich gibt, dann nutzen, um die Leute zu verarschen, weil für mich ist das eine Farce, es tut mir leid. Aber fühlt euch jetzt mit mir gemeinsam hier ironisch, sarkastisch, wie auch immer, verarscht oder genießt es einfach. Oder an die anderen YouTuber, springt einfach auf den Zug auf und übernehmt diese Rubrik auch. Ich kann euch ja nicht daran hindern. So, aber ich bin die Erste. Das wollen wir hier amtlich festhalten. Ich bin die Erste, die diesen Scheißdreck macht. So, um was geht's jetzt? Ich habe gestern, also wir kriegen in der Arbeit so viele unnötige Newsletter, wirklich, also von Kunstausstellungen und sowas und so, ja, Museen und so Veranstaltungen halt, die alle so in die Kunstrichtung gehen. Ist nicht meins. So. Da kam gestern ein Newsletter für eine Veranstaltung. Name scheißegal, waren scheißegal, es geht ja nur um die Idee. Die Überschrift war Bibliothek ungelesener Bücher. Und ich habe mir gedacht, ja, so auf den ersten Blick, ja, das habe ich ja auf meinem Kindle unzählige, also ungelesene Bücher, kein Thema. Ja, aber der performt das, ja, auf einer Bühne, seine weit gereisten und ungelesenen Bücher. Gut, meine ungelesenen sind nicht weit gereist, glaube ich. Und wenn, dann ist nicht erwähnenswert, habe ich bisher gedacht, na was. Da reden wir doch einmal über die Bibliothek, habe ich mir gedacht, die Bibliothek ungestrickter Anleitungen. Ich kann das auch so. Und das ist performativ. Das ist so ein schönes Schlagwort. Ich mache das jetzt performativ. Und präsentiere euch einen Teil meiner Bibliothek ungestrickter Anleitungen. Ist das nicht geil? Das hat noch keiner gemacht. Und wir wissen alle, wir haben einen Arsch voll ungestrickte Anleitungen. Jeder. Jeder. Da reicht's nicht mehr. Da reicht nicht ein Leben, da braucht man schon zwei oder drei, wenn wir das wirklich vorhaben. Dann gibt es Anleitungen, die liegen so lange, da gefallen sie uns gar nicht mehr. Dafür kommen natürlich eine Unmenge an neuen Anleitungen dazu. Ich weiß gar nicht, müsst ihr mal zählen in meine diversen Clouds. Ich habe die Dropbox, ich habe auf Google Drive zwei Accounts und ich habe überall fast habe ich ausgeschöpft, was geht. Und auf OneDrive, glaube ich, habe ich auch Anleitungen, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Wenn ich mal was suche, finde ich es eh nicht, weil weiß ich nicht wo ich überhaupt suchen soll. Und dann habe ich noch Ordner, ne? Da sind es auch drin.
Gut, es sind auch gestrickte Anleitungen drin, aber auch viele, viele ungestrickte. Und dann habe ich hier so meinen Korb, der normalerweise am Klo steht. Und da sind sie drin, die ganzen Hefteln. Und mit alle. Also ich habe noch keine einzige Anleitung aus keinem dieser Hefte gestrickt. Das heißt, also das können wir jetzt wirklich abendfüllend hier betreiben auch. Ja? Nicht so. Und da haben wir gleich das erste Heft. Das habe ich ganz zu oberst liegen wegen diesem Titelmodell. Ja? Für dieses Titelmodell allerdings möchte ich mir auch noch die Wolle spinnen. Das ist zum Teil passiert und zum Teil noch nicht. Oder sagen wir mal so, wenn ich mir das jetzt so anschaue und überlege, zu einem Viertel ist die Wolle gesponnen, aber nicht verzwirnt und vom Rest ist noch gar nichts passiert. Ja? Aber diese Weste soll es werden. Außer bis ich irgendwann vielleicht fertig bin mit Verspinnen der Wolle, vielleicht gefällt es mir dann nicht mehr und dann bleibt es ungestrickt. Und in meiner Bibliothek der ungestrickten Anleitungen. Ich finde das geil. Das ist performativ, ja? Merkt euch das. Performativ habe ich gegoogelt. Könnt selber googeln. Ja, und da muss natürlich auch meine Eindrücke jetzt, ja, performativen. Und da hätte man dann zum Beispiel dieses hier. Ich finde das immer ganz witzig, weil auch die Accessoires dazu passen. Also dieses Heft ist ja sowieso für mich, es liegt ganz oben, weil ich, das blätter ich am liebsten durch, wenn ich am Klo sitze. Und so performativ bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich das dort mache mit euch. Könnte ich aber, ne? Eigentlich, weil darum geht's ja. Also das ist ja dort meine Bibliothek. Naja. Also ich finde ich habe mir noch nicht angeschaut, wie das konstruiert ist, aber das können wir ja jetzt machen, weil das ist ja Sinn und Zweck von der Sendung da. So, das ist das Modell Nummer 13. Ich stricke ja schon allein deswegen nicht aus Heften, weil ich diese Art und Weise, diese Anleitungen drin verteilt sind und geschrieben sind, nicht gut finde halt. Nicht gut, nicht gut. So, die Nummer 13, wie heißt man? Fortsetzung. Hallo? Also da beginnt's. Alles klar. Na, ich sag ja, das ist jetzt nicht so gut. Das sind die ganzen Schemazeichnungen und die Musterchart. Wen interessiert's? Was braucht man denn da? Circa. Ich sag's euch jetzt nur circa, woraus das gestrickt ist. Also mit Nadelnummer 4,5. Das wäre ja schon mal sympathisch. Und dann brauchen wir, sagen wir jetzt mal, in der kleinsten Größe, die ist für 48,50. Hä? Okay, die kleinste Größe ist 48,50. Die schaut mir jetzt nicht so aus. Egal. Auch das nehmen wir zur Kenntnis jetzt. Ja, das hat man dann davon, wenn man sich das mal gibt. Und da brauchen wir 750 Gramm. In Grau und sonst nichts. Seht ihr, da beginnt schon. Also da beginnt es ja schon. So, Material ist die Rohan Cashsoft DK. Bla 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 in Klammer. Lauflänge 115 Meter pro 50 Gramm. Circa 750 Grau. Farbe 518. Und eine Stricknadel 4,5 und einen 5 aus. Ja, und es ist zwar die Fortsetzung, aber auch davor ist, also das ist alles, was zum Material grau. Wir brauchen 750 Gramm in, bin ich blöd oder was? Hä? Rückenteil, Vorderteil, Ärmel ausarbeiten. Noppenmuster, Zopf, Patentmuster. Da ist kein Zopf. Ich bin da am falschen Ding. Ich bin im. Das ist nicht das Modellnummer. Fangt schon gut an. Modell Nummer 8, ja, wir üben das ein bisschen. Aber das ist auch nicht schlecht, ne? gewesen. Modell Nummer 8 heißt doch anders. Schauen wir mal, was da steht. Das mehr Sinn macht. Ah, da gibt es auch kleinere Größen, okay.
Dann gehen wir mal von der größten aus, die ist 4244. Da brauchen wir 400 Gramm vom Anthrazit und 300 Gramm in Grau. Das macht schon mehr Sinn. Stricknadeln in Nummer 3 und 3,5. Unsympathisch eigentlich schon wieder fast. Ne? Also noch einmal, und die hat sicher die kleinste Größe an. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut unterhalten. Ja, ich muss ja das erst noch üben. So, dann haben wir, was nehmen wir? Lana Grossa Pashmina. Ach, Lauflänge 125 Meter pro 50 Gramm, interessiert euch eh keinen. Erklärt sind Randmaschen, Querrippen, Passenmuster, betonte Zunahmen, doppelte Abnahmen, betonte Abnahmen, eine Maschenprobe drauf geschissen. Und dann geht's los, Rücken, Vorderteil, Ärmel, Rundpasse. Rundpasse, das ist eine, aber das ist ein ganzer Aufsatz. Das ist ein ganzer Aufsatz. Ich glaube, das macht man von unten rauf, schätze ich mal, nachdem die Rundpasse nach dem Ärmel beschrieben ist. Und man das dann wahrscheinlich alles zusammenfügt. Ne? Ja, wir wissen ja ungefähr, wie es geht. Also wir brauchen eigentlich gar keine Anleitung. Also das ist ein Wahnsinn. Also es ist wirklich sehr lang, viel zum Lesen, da hätte ich schon keine Lust mehr. Und Hüfteinsätze, okay, das erklärt dann diese Hüfteinsätze, die das ganze Teil hier ja so etwas neckisch machen. So. Ja, also wäre unbedingt auf meiner Liste, damit es auch mal zu einer gestrickten Anleitung wird. Aber wenn wir jetzt bei der ungestrickten bleiben, na, schauen wir mal, was definitiv ungestrickt bleiben könnte, findet sicher auch was. Wenn ich mich ein bisschen bemühe. Gott, das ist halt rosa, das kann nichts dafür, dass es in rosa ist. Wobei, wie gesagt, die Geschmäcker ändern sich ja. Also sowas. Das zum Beispiel. Das bleibt definitiv eine ungestrickte Anleitung, weil schon allein dieses Polyester, Fussel, Faser, Klumper, Scheiß, Zeugs nicht angreifen will. So. Da hätten wir das Modell Nummer 20. Schauen wir noch. Vielleicht ist wenigstens von den Stricknadeln her sympathisch. Die Nummer 20 strickt sich mit 6,5. Ja, kann man machen. Und dann, was ist denn das für ein ekelhaftes Ding? Das würde ich schon gern wissen. Wartet. Das kann ja nicht sein, warte mal. 55 Meter pro 50 Gramm. 750 Gramm in Schwarz. Wie ist denn das, dass ich das so mühsam... Ah, Flieder. 150 Gramm Flieder. Ja, 46% Acryl, 29% Wolle, 24% Mohair, 1% Polyamid. Das wird sein. Nein, definitiv nicht, bleibt ungestrickt. Ne? Das ist auch schon allein farblich, also eigentlich beide, ist egal. Also das bleibt sicher auch ungestrickt, also das Läppchen. Aber ja, Geschmäcker sind hier auch verschieden, das geht auch nicht. Ich meine, da musst du ja 45 Kilo haben, oder? Also dieses Gezopfte da, oder was das sein soll, na geh bitte. Ja, und so können wir das jetzt fortsetzen. Ich habe Socken ungestrickte. Das sind alles alte Hefte. Also der ganze Korb ist voll. Da sind nur mal Hefte drinnen. Ja, da redet man noch nicht von irgendwelchen ausgedruckten Anleitungen in Ordnern. Und da reden wir auch nicht von den Büchern, die ich da oben stehen habe. Bücher, ungelesene Bücher, meine Bibliothek der ungelesenen Bücher mit den ungestrickten Anleitungen. So, damit verlasse ich euch aber auch heute schon wieder. Ich habe meinen Spaß gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr auch euren Spaß gehabt habt. Ich glaube, ich werde diese Rubrik dann auch in meine künftigen Wollvideos einbauen, glaube ich. Na, also das Übliche halt, die fertigen Sachen, die auf den Nadeln Sachen, die ich habe mir Unmengen an Wolle gekauft Sachen, wird es auch wieder geben, habe ich nämlich getan. Und
Dann gibt's ja diese, was ich vorhab zu stricken, das, ja, das lieb, aber wird doch eher dann die Rubrik ungestrickte Anleitungen. Aber davon eine ganze Bibliothek. Auch auf Ravelry. Aber ich glaube nicht, dass ich damit allein bin. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bussi auf eure Bauches und Babatschi.